Herzlich willkommen, Freunde, zu einer, ja, ich sag mal, endlich neuen Folge Flohmarkt-Video. Und zwar, ja, von mir kam etwas länger nichts mehr, was einfach daran liegt, dass wir gerade, ja, mitten im Stress sind. Also wir haben richtig viel Stress, weil wir, umziehen. Und wir ziehen nicht einfach von Stadt zu Stadt oder irgendwie innerhalb einer Stadt um. Nein, wir ziehen tatsächlich von Bundesland zu Bundesland und, da ist alles gerade ein bisschen stressig und wir müssen sehr viel planen. Und ja, deswegen kam eine ganze Zeit lang nichts. Aber jetzt habe ich wieder ein kleines Video für euch, also wo wir auf dem Flohmarkt waren. Und ich habe hier ein bisschen was gefunden. Ein paar schicke Dinge. Einfach mal gucken, was wir so hier haben. Und ja, dann wird auch in Zukunft wieder ein bisschen mehr kommen. Neue Flohmärkte natürlich, weil ich in einer neuen Region bin, 690 Kilometer von meinem jetzigen Standort entfernt, das heißt, da wird einiges gehen. Ich hoffe natürlich viel, viel neue Dinge und ich bin sehr nah an der französischen Grenze. Vielleicht auch mal den ein oder anderen französischen Flohmarkt mitnehmen. Man weiß es nicht. Wir sehen mal, was die Zukunft bringt in Sachen Flohmärkte. Und auch andere Videos. Wir gucken mal. Aber ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit, ne? Und genauso wie ich euch mit zu diesem Flohmarkt genommen habe. Hier habe ich ein bisschen, nach DVDs geguckt. Da waren die üblichen Verdächtigen, man kennt es. Und hier war ein schönes Duplo-Flugzeug, was mein Kleiner unbedingt haben wollte. 15 Euro wollte die Dame. Ja, das war ein super Preis eigentlich. Das ist total doof. Wir haben was anderes mitgenommen an dem Stand. Ihr habt es gerade schon mit meiner Frau in der Hand gesehen. Ihr seht es später auch noch bei den Funden. Das Flugzeug wollten wir dann später nochmal mitnehmen. Ja, da war es leider weg. Schade. Deswegen haben wir das auf jeden Fall schon mal nicht mitgenommen. Was soll ich sagen? Dann habe ich einfach mal weitergeguckt. Und ich glaube, bei dem Stand... Ist das der Stand? Ne, ich weiß gerade gar nicht. Ja, ich glaube... Ne, das ist er nicht. Hier habe ich nochmal nach DVDs geguckt. Nach Spielen. Ein paar Wii-Spiele waren da vorne. War nichts Besonderes. Und dieses Bass von der PlayStation 2, was da rechts lag, das war auch nicht ganz vollständig. Deswegen habe ich das auch nicht mitgenommen. Ich habe ja so eins, so ein ähnliches. Oder was heißt so ein ähnliches? Ich habe ja einen Bass. Deswegen haben wir es da gelassen. So, hier ist eine schöne kleine Schlumpfine. Und hier habe ich das erste Objekt der Begierde gefunden. Ein Walking Dead Brettspiel der Widerstand. Ihr seht auch, sie hat da einen Preis drauf gemacht. 5 Euro. Ich habe es auch tatsächlich für 5 Euro mitgenommen. Ich habe da nicht viel gehandelt. Das so mitgenommen. Was natürlich absolut ärgerlich ist, ist, dass man diesen Post-it da drauf klebt. Und ich habe den dann später abgemacht und dann reißte auch etwas von dem Cover oben ab, also von der Verpackung oben. Ich habe es super vorsichtig gemacht, aber es ist trotzdem abgerissen. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schade, wenn man dann so seine Preisstellung macht. Und ihr seht, das ist ein Post-it, oben hält er und unten ist noch so Tesafilm dran. Oben hat sie auch noch mal Tesafilm gemacht. Ja. Da war vorbei. Hätte sie nur den Post-it drauf gemacht, wäre das wahrscheinlich locker gegangen. Also daher wäre nichts passiert mit der Packung. Aber sie hat leider mit Tesafilm gearbeitet. Keine Ahnung. Sie hatte das wahrscheinlich 2 oder 3 Mal mit auf dem Flohmarkt und dementsprechend ist der Kleber halt auch schon so ein bisschen eingezogen und dann habe ich es abgemacht und ja, leider abgerissen oben ein bisschen. Naja, trotzdem 5 Euro. Habe ich auch nicht viel gehandelt. Ja, an dem Stand habe ich was Schönes gefunden. Ich glaube, ihr habt es eben schon gesehen. Wenn nicht, ich zeige euch das sowieso gleich nochmal. Ja, ich rede nicht von den Steiftieren, die da liegen. Wobei der eine Dinosaurier, der Triceratops, der da vorne steht, den hätte ich auch gerne noch mitgenommen. Den habe ich aber leider nicht gesehen. Egal, ich habe was anderes hier mitgenommen. Ich musste da ein bisschen drin rumwühlen in der Kiste, die da links steht. Die seht ihr leider nicht, weil ich, noch da neben mir stand links noch ein Kind. Ich konnte jetzt nicht so, nicht so nah an diese Kiste ran. Aber ich habe da auf jeden Fall was Schönes gefunden. Und auf dem Tisch selber, da lag auch noch was Heftiges.
Das habe ich auch mitgenommen. Schöner als Tischdecke, die Deutschlandflagge, kann man machen. Und jetzt seht ihr es schon. Ich habe nämlich hier ein paar Power Ranger gefunden. Die guten alten. Und ja, habe ich mir ein paar rausgesucht. Die waren nicht mehr in so einem guten Zustand, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, aber man kann ja mit Bleiche und ganz viel da einiges wieder reparieren. Der eine hatte sogar, der war völlig ausgelutscht. Den habe ich da gelassen. Da war zweimal der schwarze Neo Ranger. Oder ist das der goldene? Ich glaube, das ist der goldene Zio. Einmal in einem guten Zustand, einmal in einem nicht so guten Zustand. Ich habe den besseren mitgenommen. Leider ohne Waffe. Also alle ohne Waffe leider. Was da oben auf dem Tisch liegt, das könnt ihr nicht sehen. Ich habe mit Absicht nicht gefilmt, aber ihr seht es gleich. So. Also habe ich alles mitgenommen, was ich haben wollte. Außer den Triceratops davon. Aber ich war so fixiert auf die Power Ranger. Deswegen habe ich den Triceratops nicht gesehen. Wobei ich auch nicht glaube, dass er von steif war. Ich weiß es nicht. Aber ich habe den auf jeden Fall nicht gesehen. Weil, wie gesagt, ich war fixiert auf Power Ranger. So, und dann bin ich nochmal zurückgerannt zu dem Stand später, weil ich dann mir gedacht habe, okay, komm, wir nehmen den einen auch noch mit. Also ich zeige euch gleich, welche Power Ranger ich alle mitgenommen habe und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüssi. Hallo und herzlich willkommen zu den Funden. Na, sagst du Hallo? Hallo. So, der Kleine ist nämlich auch dabei und möchtest du als erstes zeigen, was wir haben? Ja. Das ist nämlich dein Auto, ne? Da musst du es hinpacken. Ne, da musst du es hinpacken, Julian. Hier hin. Genau. Nee. Ein schwarz angemaltes Auto von Urago tatsächlich. Ein Porsche 924 Turbo. Ich glaube, der wäre richtig cool gewesen mal. Also der ist immer noch cool, ne? Ja. Aber der wurde halt komplett schwarz angemalt. Ja, wir haben wieder solche größeren Autos für ihn gesucht, weil wir hatten da wieder ein paar, die kaputt gegangen sind. Und deswegen, ja, haben wir das geholt. Beziehungsweise wir haben pack mal den LKW rein. Genau, den hier haben wir, den hier hat er sich ausgesucht, ne? Für 1 Euro. Das ist ja ein LKW, ne? Von Dicky. Ja, für 1 Euro, ne? Und dann haben wir den anderen geschenkt bekommen. Ja. Ein paar Spielzeuge und ein paar Autos mal wieder für den Kleinen. So. Dann geht's weiter mit einem Puzzle. Dieses Puzzle geben wir weiter an die Freundin oder die beste Freundin von meiner Frau. Ein Disney Frozen Panorama Puzzle. 1000 Teile. Die puzzelt gerne, um Gottes Willen. Ja. Ja, es ist ein Teil, ne? Es sind ganz viele Puzzleteile, 1000 Stück. Pack mal wieder rein, ne? Das geben wir der Freundin von deiner Mama, ne? So, Frozen, 2,50 €. Ich glaube, das ist ein guter Preis. Das ist von Disney, ne? Und ja, kann man sich nicht beklagen. So, dann haben wir was geholt für uns. Und zwar Walking Dead, der Widerstand, das neue Spiel zur erfolgreichen TV-Serie. Ja, das ist, also sie sagte zu mir, es ist nur einmal gespielt worden und danach nie wieder. Und so sieht es auch aus, es ist in einem guten Zustand tatsächlich. Außer das hier, da war der Preis drauf. 5 Euro hat sie mir jetzt dafür abgegeben. Ich hatte keine Lust zu handeln. 5 Euro habe ich ihr auch gegeben. Aber beim Abmachen ist es leider kaputt gegangen, das ärgert mich richtig. Ja. Es sieht vollständig aus, ne? Alles noch eingepackt, wie man sieht. Naja. Daryl, ein paar Charaktere. Das werde ich auf jeden Fall mal spielen. Wenn Freunde kommen, Michonne. Ja, gibt's ein paar. Da gibt's die Charaktere, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ich habe von diesem Spiel noch nicht viel gehört. Aber ein paar gute Spiele kann man ja immer gebrauchen in der Sammlung. Warte, das kommt gleich erst, ne? Jetzt hast du schon gespoilert. So, jetzt geht's los. Und zwar habe ich jetzt noch den hier. Eine Spardose. Ja. Eine Spardose, ne?
von Daredevil. Joa, für 3 Euro, ne? Kann man mal mitnehmen. Ein bisschen Geld rein, kann man ein bisschen sparen. Ja, genau. Gucken wir mal. Irgendwie muss das Geld für den Flohmarkt da auch herkommen. Und deswegen denke ich mal, wir sparen und das Geld zusammen. So, den kannst du wieder haben. Und jetzt kommen wir zu dem Fundstück überhaupt. Und zwar fangen wir mal mit dem an da. Ja, wir nehmen den. Nee, den. Genau. Und zwar Power Ranger Nummer 1. Der Pink Ranger. Das ist natürlich ein Teil komplett aus meiner Jugend. Also da habe ich selbst damals nicht gespielt. Also nicht mit dem jetzt, aber ich habe mit dieser Art von Power Ranger gespielt. Der pinke Power Ranger. It's Morphing Time. Okay, es klappt nicht mehr so gut wie früher. Hi. Aber Hi. Ja, die fand ich damals richtig cool. Ich weiß gar nicht, welchen ich damals hatte. Also den hatte ich. Ich hatte den grünen, glaube ich. Gehen wir mal den. So, da haben wir noch Billy. Als Power Ranger. Ich muss die ein bisschen sauber machen und dann geht's. Also eigentlich sind die sind schon in einem recht guten. Ja, doch, es ist okay, der Zustand. Es ist bespielt, aber es ist okay. Ja, ist okay. Da ist der Billy. Und da ist die, wie hieß sie noch? Schwierig, ich weiß nicht, wie die heißt. So, dann haben wir hier keinen von den klassischen Rangern, sondern einen von den, ich glaube, das war Zio, Power Ranger Zero. Das war der schwarze, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, das war, ich weiß storymäßig gar nicht mehr, wer hier drunter war. War hier Tommy drunter später? Oder war Billy da drunter? War er der schwarze Ranger bei den anderen? Auf jeden Fall hatte ich genau den damals auch. Also den hatte ich mit Stab, der hatte eine Waffe, also einen Stab als Waffe. Und dann konntest du den hier so schlagen damit. Ja, das war schon ziemlich cool. Und jetzt mein Favorite, All-Time-Favorite, der weiße Ranger. Der ist natürlich extrem dreckig. Auch der hat hier eine Funktion, dass er die Waffen schwingen könnte. Die Waffen waren natürlich nicht dabei. Da aber mit, nicht als Tigersort, sondern als Falke hatte er, glaube ich, auch später, ne? Ja. Den hatte ich leider nicht, den wollte ich aber immer haben. Aber den muss ich wieder weiß kriegen. Der ist ein bisschen, ausgeblichen hier. Und hier ist sowieso übelst dreckig. Aber egal, das kriege ich schon irgendwie hin. Und jetzt kommt das absolut Beste. Leute, jetzt kommt das Beste überhaupt. Und wenn ich euch den Preis nachher sage. Boah, Leute. Der Tigersort vom Weißen Ranger. Das ist das absolut Geilste. Und was noch besser ist, er funktioniert. Ich habe Batterien reingemacht. Er macht Sound, ne? Gut, hört sich nicht mehr ganz so gut an wie früher, glaube ich. Also, es geht noch. Also, er geht noch. Er ist noch funktionstüchtig. Und das ist halt das Geilste. Hier fehlen die roten. Hier waren so rote Dinger drin, wie hier, meine ich. Meine ich. Mich erinnern zu können. Die fehlen leider. Aber ich bin halt echt froh. Da waren natürlich keine Batterien drin. Ich bin natürlich echt froh, dass der noch funktioniert. Können wir noch gerne mal ummuddeln. Komm, das machen wir jetzt mal, Freunde der Nacht. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Shit, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so gut. So, warte mal. So. Hier war dann so ein Knopf. So. Dann müssen die hier rein. So, zack. Ja. Dann umdrehen, Kopf raus. Und dann haben wir den Sort. Mega. Ich bin absolut begeistert über diesen Sort. Und über den blauen Ranger, über den pinken Ranger. Geben die mal raus, Julian. Ja, über den schwarzen und über den weißen. So,
Was habe ich dafür bezahlt? Für das alles? Für alles? 10 Euro. Das fand ich gut. Er wollte 10 für den komplett haben, aber da ich mir nicht mehr so sicher war, ob der noch funktioniert, habe ich ihm gesagt, ich gebe 5. Und dann hat er gesagt, okay, mit den 4 noch zusammen, 10 Euro. Also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Euro, also 2 Euro pro Stück. Das ist okay. Da kann man nichts sagen. Ich bin absolut begeistert. Ne, Julian? Genau. So, dann würde ich sagen, das war's. Mehr haben wir nicht, ne? Ich bin zufrieden. Gerade mit Power Ranger Sachen. Also das ist halt, ich habe mir letztens in Netflix den neuen Film angeguckt. Das hat mich übelst in die Zeit zurückversetzt. Vor allem das mit Jason Momoa, oder wie er hieß, ne? Der, ja, genau. Das ist ja der Tommy, der pinke, der grüne Ranger, der ist ja jetzt gestorben letztes Jahr. Und ja, das fand ich schon ein bisschen heftig so. War ja topfit, hatte ja auch in seinen eigenen Power Ranger Film geplant, aber gut. Ja, leider verstorben und da hat mich dann, ja, das hat mich wieder ein bisschen zurückgebracht in die damalige Zeit, als ich den Film geguckt habe. Umso besser, dass ich das hier gefunden habe, das ist halt echt mega. So, und deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, wir gehen auf den Flohmarkt. Und ja, die müssen wieder rein gleich. So, also bis dann. Haut da rein. Abschalten. Tschüss. Tschüss. Natürlich, wenn ihr eine Zugabe wollt, dann kriegt ihr eine Zugabe. Und zwar kleine Impression von einem Flohmarkt, wo wir waren und selber verkauft haben. Aber ich war auch dort unterwegs und habe da einiges gefunden. Das zeige ich euch jetzt noch ganz schnell. Also bis gleich. So, meine Freunde, dann zeige ich euch mal ganz schnell die Zusatzfunde von dem Flohmarkt, wo wir verkauft haben. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes zeigen soll, weil diese drei Dinge, also das ist einfach, finde ich, also heftig. Also, ich fange an mit dem, was schon geil ist, aber was ich an allen dreien am wenigsten feiere, wenn man das so sagen darf. Und zwar hiermit. Eine Big Box war versteckt. Unter ganz vielen anderen DVDs und Spielen und all so ein Kram. Und unter anderem war da diese Big Box von Funsoft Flight Unlimited. Ja, komplett in Deutsch. Simulations Edition. Hier sind Aegis drin, Wächter der Flotte. Dann Flight Unlimited und Air Havoc Controller. Ziemlich cool, aber jetzt 2 Euro für bezahlt. Ja. 2 CDs sollen drin sein, leider ist es nur eine drin. Habe ich leider nicht drauf aufgepasst. Das ist blöd gewesen. Hier ist dann das Buch dazu. Also deswegen freue ich mich halt auch darüber nicht ganz so heftig, weil wie gesagt, die zweite CD fehlt. Das ist blöde. Sonst ist alles drin soweit. Aber ja, die zweite CD leider gone. Ja, doof. Ich weiß jetzt auch noch nicht, das muss ich mal gucken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier jetzt, aber vielleicht steht das auch hier drin, ich weiß nicht, ob hier jetzt irgendwie eins von 3 Spielen drauf ist oder 2 Spiele. Oder ob das die Installations-CD ist und das andere die Spiele-Disc oder hin und her oder ich weiß nicht. Das ist ein bisschen doof. Flight Unlimited ist der. Ja, das ist der komplette. Das ist das Handbuch davon. Air Havoc Controller ist das Handbuch hier. Okay, und das ist von Flight Unlimited. Aber was jetzt, also wie gesagt, hier steht halt leider komplett nicht drin, ob das, was das eine für eine CD ist und was das andere für eine CD ist. Blöd. Aber gut, das findet man heraus. Hier steht es aber auch nicht drauf. Egal. Also ja, ein bisschen ärgerlich, aber ich finde es trotzdem cool. Also die CD ist natürlich auch, der Zustand ist natürlich auch echt, naja, es geht, aber na, wie gesagt. Ich fand es eigentlich ganz cool und ja, musste ich mitnehmen für 2 Euro. Kann man nichts gegen machen. Übrigens, alle 3 Teile, die jetzt kommen, kosten 2 Euro. Passt mal auf. Jetzt kommen wir zu
dem zweitbesten. Und zwar haben wir ein Stofftier von König der Löwen, von dem zweiten Teil. Und zwar Laughing Lick heißt es. Und zwar würde Nala hier, Kiara müsste das eigentlich sein, also das ist Nala, der Große, ist ja aus dem zweiten Teil, und das ist Kiara, putzen, wie ihr seht. Und das ist einfach so ein geiles Stofftier, also ich feiere es richtig. Es ist, also dafür, dass es von 1998 ist, ne, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich so gut an, also so neu. Also ich weiß nicht, wo dieses Stofftier war. Ich weiß nicht, wo er es gelagert hat, dieser Herr. Das war ein älterer Herr. Das ist so heftig. Also so gut in Schuss. Und es hat 2 Euro gekostet. Also 2 Euro ist ein Top-Preis. Preise schwanken da auch, vor allem, weil man bedenken muss, dass Kiara meistens bei den Versionen gar nicht dabei ist. Aber ich habe sie bekommen mit Kiara. Durch Zufall. Wie gesagt, es lag da rum. Und ich musste es einfach mitnehmen. Mein Sohn hat es entdeckt. Und ja, wie gesagt, die konnte ich nicht liegen lassen. Und wie schön die Augen aus sind. Es ist hier kein Farbabdruck oder irgendwie irgendwas gesprungen. Es ist einfach super clean. Er ist super clean. Oder sie, beide. Ist heftig. Und ihr müsst sie einfach mitnehmen. Die Löwen. Die Löwen. Für 2 Euro. Die Zunge fühlt sich auch strange an. Ein bisschen rau, so wie bei echten Katzen. Aber ja, vor allem, weil das Ding ist, wir haben abends immer so ein Ritual, dass wir uns, also erstmal lesen wir eine Geschichte vor, dann werden Zähne geputzt und dann sind wir auf Toilette gegangen, dann geht es ins Bett. Und im Bett wird nochmal der Tag Revue passiert und das wird halt mit Stofftier gemacht. Mein Sohn spielt dabei meistens ein Nilpferd, so ein kleines. Meine Frau einen Bären. Und dann erzählt man sich halt so, was passiert ist. Meistens erzählt mein Sohn und die anderen beiden Kuscheltiere hören zu. Und ich spiele immer so einen Random Dude. Ich habe noch so einen anderen Löwen, der heißt Leo, der ist von Steif oder halt die Kuscheltiere, die noch da sind. Und jetzt kann endlich mal wieder jemand Neues zu Besuch kommen. Das ist schon ziemlich cool. Von daher, ja, 2 Euro. Und jetzt kommt was, das ist auch heftig. Das ist heftig. Ja, das ist heftig. Ein Buch. Und zwar Der Hobbit. Carlsen Comic, also halt Der Hobbit von Carlsen Comic. Und das ist eine, also es gibt davon ein paar mehr Versionen. Es gibt da noch eine, wo Gandalf 4 steht und auf Bilbo trifft. Aber ich habe die Version, der halt hier angewandert kommt und da ist Bilbo. Und das ist einfach übertrieben heftig, weil dieses Buch ist gar nicht mal so unwertvoll. Und ich habe es für 2 Euro bekommen. So heftig. Es ist richtig schön gezeichnet. Also wirklich sehr schön gezeichnet und ist auch das, ich weiß nicht, ob das nur rumstand, das hat nichts, also es ist auch in einem so guten Zustand, ne? Und wenn ich euch den Preis einblende, dann, was es wert sein kann, also das ist schon fast, also für 2 Euro brutal. Das ist so ein krasser Fund. Und also ich sag's euch, wie es ist, ne? Wenn man, also wenn ich das durchblätter und dieser Duft kommt mir entgegen, ne? Das ist crazy. Es riecht auch, als ob es gestern erst gekauft worden ist. Also ich weiß nicht, ob das nur einmal gelesen worden ist und dann in ins Regal gestellt oder ich weiß auch nicht, wo das aufbewahrt worden ist. Also beim besten Willen. Es ist auch so neu. Es ist so neu, ne? Und also krass, bin ich auch absolut begeistert darüber. Für 2 Euro, Leute. Das ist so geil. Also das ist nochmal heftig. Das ist nochmal, also das ist heftig. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, also heftig. Also jetzt war es das aber wirklich, wie gesagt, 2 Flohmärkte. Und ja, ich auf einem sie ja selber verkauft, auf dem anderen habe ich noch diese 3, also unter anderem habe ich dann noch diese 3 wunderschönen Fundstücke gekriegt. Ich bin begeistert. Also das hat sich nochmal richtig gelohnt und wir haben auch noch ein bisschen Money dabei nebenbei gemacht. Ja, also ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und jetzt ist aber wirklich los. Also haut rein.